Können auch wieder ein Spiel einstecken, oder? Würde ich auch sagen. Zu Folge 3, Planetary Annihilation Beta, Version 54412, immer noch. Immer noch, hat sich nichts verändert. Ist ja auch noch dieselbe Partie mit dem lieben Basti. Grüße an dieser Stelle. Der uns immer noch dabei hilft, euch das Spiel zu zeigen. Indem er sich zur Verfügung stellt, sich von unserer Artillerie kaputt schießen zu lassen. Guck mal, ich glaube, er schickt irgendwie seine Leute gerade aus. Da können wir jetzt dann auch nichts gegen machen. Nee. Aber wir haben ja Gott sei Dank noch eine Rückzugsstation auf dem Mond. To the Moon. Das nützt uns aber auch nicht so viel, wenn er unseren... Ja, guck mal, die Flugzeuge können uns nichts. Ja. Das nützt uns auch nichts, wenn er jetzt unseren Commander hier kaputt macht. Die Rückzugsstation auf dem Mond. Oh, die Musik. Was ist denn hier los jetzt? Ich wollte jetzt hier mal so ein bisschen Verteidigung bauen. Auch wenn wir eigentlich besprochen hatten, dass der liebe Basti sich da zurückhält. Ja, was er aber nicht macht. Was er manchmal ja nicht so gerne macht. Ja, aber... Oh, kann die Musik mal ein bisschen aufhören, hier so rumzutröten, ey? Ich drehe mal bei uns die Musik hier ein bisschen leiser im Windows. Kann sein, dass die jetzt dann auch... Die ist dann auch bei euch leiser, ja. Ja, dass die dann jetzt bei euch aus. Also so, wir haben jetzt 5 von diesen Triebwerken. Es passiert nichts. Aber 6 solltest du doch bauen. Meinst du, bei 6 wird alles anders? Bei 6 wird alles anders. Da werden wir diesen Planeten durchs All steuern können. Ja. Da machen wir unser eigenes Stargate auf. Stargate Universe Planet. So, mach mal. Wieso wollt ihr nicht mitspielen? Nee. Habt ihr hier keine Lust, ne? Ja, finde ich gut. Bisschen anti, bisschen unsozial, aber so. Es wird jetzt definitiv noch dieser zweite Bildschirm zum Switchen oder so einfach. Ja, also ich spiele Supreme Commander auch gerne mal mit 2 Bildschirmen. Hui, ja. Gut, dass ich gerade noch diese Abwehrkanonen da gebaut habe. Ja. Die sind recht nützlich. Da hat seine Armee jetzt gar nicht mal so extrem große Chance. Ist aber auch schon krass, dass so ein paar Türme die Armee halt... Ich meine, das sind jetzt die Tech 2 Türme. Aber es sind ja nur 2 bisher davon. 2 und eben ein paar von den Luftdingern. Wobei ich es auch komisch finde bisher, dass die, dass alle Waffen auf alles feuern können, nur eben effektiver gegen bestimmte Sachen sind. Also ich meine, es ist nur realistisch, dass eine Flak auch auf Panzer feuern kann, weil das ist im Krieg ja auch so in der Realität, dass sie das machen. Das ist ja auch nur eine Kanone, nur eine, die halt spezialisiert ist auf gegen Luft. Aber in den Spielen war es ja bisher immer so, dass es halt reine Luftwaffen gibt, Antiluftwaffen und so weiter, ne? Das ist ein bisschen komisch. Ja. Bin ich einfach nicht gewohnt, sagen wir mal so. So, ich würde sagen, bauen wir davon mal noch eine. Ja, vielleicht noch hier so eine Orbitalverteidigungsstation, nicht, dass er gleich an den Satellit ankommt. Ne, das stimmt. So. Was war das heller da vorne? Habe ich das schon wieder vergessen? Was bitte? Da vorne, vor der Dings, oder? Was? Da, hier? Das Halle, ich dachte, nehmen. Das ist die I-Engine. Achso, stimmt. Die bauen wir gerade zum 6. Mal. Ja, ich habe bloß den Namen gerade nicht wiedererkannt. Ja, wie der Forscher Halley, der auch den Hallischen Kometen entdeckt hat. Aha. Danach benannt. So, was macht man jetzt? Würde ich sagen, hier Atomangriff. Ja, eine erstmal. Machen wir mal, ja, nicht so viele, ne? Also, wir wollen die ja nicht. Oh, nee, hier muss ich machen. Ja. So, mal hier hinten irgendwie. Ja. Mal gucken, wie groß der Radius ist. Zieh mal den Kopf ein. So. Da ist er. Ja. Ich finde den Antriebsschweif cool, die Farben. Das sieht irgendwie ganz geil aus. Das ist schön so stilisiert. Ich hoffe, da steht jetzt nicht der Commander. Aber der hält auch 2 Atomraketen aus, also der Commander ist zu 80% tot durch eine Atomrakete. Das ist doch ganz ordentlich, oder? Ja, also ich finde, vor allem seine gesamte Basis ist jetzt weg. Ja, aber er hat noch Einheiten. Er hat noch ein paar Einheiten, ja. Aber wir haben Artillerie. Ups. Die Nukes sind ja ganz schön stark. Kannst du den Satelliten mal ein bisschen in seine Richtung bewegen? Vielleicht kannst du ja nochmal den großen Satelliten bauen.
Ja, das können wir tatsächlich machen. Dass wir den einfach nochmal gesehen haben. Wo sind denn unsere ganzen Typsis? Ach, die sind ja hier hinten alle. Ja, muss jetzt nicht ranhauen. Ja, aber der große Satellit wird Achso, ja sonst nicht stimmt. fertig. Also das schaffen wir dann nicht in Folge 3. Ja gut, ich kann ja mal alle bis auf einen, weil so wichtig ist das jetzt hier nicht. Jetzt ein paar Flugzeuge. Niedlich. Er hat gerade irgendwas von 10% geschrieben, ich weiß nicht, was er meinte. Haut alles weg und der Commander hat auch nur noch ca. 10%. Wahrscheinlich haben wir ihn ja nicht mal direkt getroffen, weil wir Nee. wussten ja nicht, wo er steht. Also. Ah, jetzt kommt wieder hier die Mega-Attack. Süß. Ja, also diese, die großen Kanonen sind halt wirklich der Hammer. Die sind einfach übermächtig. Also Also ich weiß aktuell. nicht, er hat jetzt keine Tech-2-Fahrzeuge Ja, rangefahren. das ist glaube ich das Ding, also wenn er da jetzt welche hätte. Na, die Artillerie kann natürlich jetzt nicht mehr treffen. Ne? Pew, pew, ein Schuss, ein Treffer, tot. Die schießen ja auch so schnell, also Ja, weil die ja drei Läufe das haben. ist total Wahnsinn. Ja, es ist einfach nur traurig. Was ist jetzt hier? Das ist die Atomraketendingens, Aber der die ist baut. schon unglaublich stark, ne? Also, Die Atomrakete ist schon ordentlich, ja. also Aber ich fast. sag, du musst jetzt so sehen, wenn wir jetzt richtig ernsthaft gespielt hätten, mit, sagen wir mal, Ja, acht dann. Leuten auf vier Planeten, dann brauchst du ja auch ein paar Waffen, mit denen du mal ein bisschen Flächenschaden Ja. machst, also tatsächlich auch. Und wenn du den Commander halt nicht direkt triffst und später vielleicht in im Spielmodus, wo der Commander nicht gleich das Ende bedeutet, wenn der tot ist, dann ist das, denke ich, ich meine, dann kann auch der halbe Planet jetzt schon bebaut sein. Und Ja, dann klar. brauchst du da auch acht Raketen, um das alles wegzurollen. Dann hat er ja vermutlich auch Dann hat er auch Anti-Nukes. Anti-Nukes und so, also da muss man schon dann Nee, das ist sagen. schon okay. Ich denke auch, also da muss natürlich noch ein bisschen Balancing passieren, aber. Aber es ist jetzt auch nicht ganz furchtbar. So, jetzt gucken wir noch mal. Unsere sechste Engine ist fertig. Jetzt hebt er ab. Jetzt geht's, ne? Jetzt. Ja. Oh, und wie es fliegt und guck dir das an. Also, ich habe Ich keine habe das Ahnung. Gefühl, er hat seine Laufbahn auch schon um ein paar Millimeter verändert. Aber ich denke, dann müsste jetzt hier auch Feuerstrahlen Kannst hinten aus du den. mit irgendwelchen Tasten die mal versuchen zu aktivieren? Ah, Activate. Ach, guck mal, jetzt hier. Habe ich einen Attack-Dingens. Kann ich jetzt hier. Es hat nichts gebracht. Nee. Kannst ja nochmal versuchen. Was ist das für eine Taste unter den Fraps-Zahlen? Ist das Menü oder? Das ist irgendeine Zeittaste, also ist Ach ein so. Zeitsymbol zu sehen. Also das ist eine kleine Stoppuhr. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das bedeutet. Wir können ja mal draufklicken. Ach, das ist Ach, die zum Vor- und Rückspur, Zurückspulen. die Chrono Time. Ja. Entschuldigung. Chrono Clock, keine Ahnung, Chrono View. Wie auch immer ihr das jetzt genannt habt, liebe Uber Entertainment Leute. Move. Move. Kann ja mal Move machen. Du hast dich auf der falschen Seite gebaut, Das ist das Problem. Ach Mark. so, naja, wir können es Da ja auch waren mal. aber sechs auf der anderen Und dann aktivieren die sich alle gleichzeitig. Bringt gar nichts. Wir können ja mal die Seite. Sonne attacken. Nee, ich glaube, das funktioniert einfach noch nicht. Also nicht mit so großen Planeten, Ja. davon können wir wohl ausgehen. Hast du eine Tastaturbelegung, die du Wenn abrufen ich kannst? jetzt Escape drücke, Game Settings. Ich hoffe, das hat jetzt Payboard, Keyboard. ja. Was haben wir hier? Command Mode, Next Build Tab, Hold Fire, Maneuver, Fire at Will. Das sind nur diese Befehlssachen. Show Hide Bars, Show Hide Strategic Icons, Metal Spots. Es muss ja irgendwas mit. Pseudoframe, Capture Group, Recall. Das ist alles nicht belegt. Build Orbital Gas Mine, das ist alles schon drin, ey, geil. Ja. Krass, da freue ich mich schon. Camera bringt uns auch nichts. Debugging, Hacks. Also, das ist. Ich habe jetzt nichts gelesen. Nee. Resume at last time, select all Land Combat Units. Nennt man, was ist ein Raum? Ganz oben links. Jetzt Mitte links. Unten links. Mitte links. Was willst du? Unter Return Fire. Links. Ach so, links. Ich war im. Ja, das ist es auf jeden Fall auch Nee, nicht. nee, Also, aber was heißt das? Ich habe das Wort ich bin gerade auch. nicht so Was ist sicher. denn Roaming nochmal? Roaming ist zugreifen oder so, glaube ich, irgendwie. Ja. Gut, also scheint noch nicht Es implementiert zu ist noch sein, nicht da. wenn selbst die Gasstations schon Drinnen drin stehen, stehen. aber. Also ich kann den Planeten, es wäre eigentlich cool, sobald du dann sowas baust, auf einer
entsprechenden auf einem Celestial Body, also wäre es das Solarsystem, Sonnensystem, Objekt, dass das dann sozusagen aktiviert wird, genau. Dieses Objekt, dass man das dann auch anwählen kann. Einfach. Ja, aber es kann ja sein, dass es einfach noch nicht so weit drin ist, aber es ist noch gar nicht drin. Ist ja auch okay. Okay, dann zeig doch nochmal. Gibt die Beta auch nicht so lange. Was ist das hier? Das ist ein Basisgebäude. Das ist der Satellit, der andere. Ah. Der, ja, das sind seine Sachen, ne? Also, das wollte ich ja, deswegen wundere ich mich ja, dass... Aber der Satellit hat jetzt Sicht. Ach, der hat Sicht. Oh, das ist ja awesome. Geil. Wo ist er denn? Da drüben. Ach, da. Und der hat aber ganz ordentlich Sicht. Der hat den praktisch den ganzen... Es ist ein kleiner Planet, okay, aber... Bis auf den Schatten, an den er nicht kommt. Wenn ich den jetzt hier hin... Gut, ich würde sagen, du kannst ja noch mal kurz die Advanced Air und Naval Factory bauen, um zu gucken, ob es da neue Einheiten gibt. Habe ich gestern schon gesehen, gibt es nicht. Also die habe ich, das sind dieselben wie in Folge 22 von der Alpha, also die habt ihr ja letzte Woche gesehen. Ja. Da habe ich ja alle Marineeinheiten mal gebaut und die angewendet und das sind exakt dieselben. Also, gibt es da also was Neues, seitdem ich gespielt habe? Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was es gab, als du das letzte Mal gespielt hast, aber ich glaube ehrlich gesagt, es ist nichts Weltbewegendes. Also es sind immer noch einfach Fahrzeuge und Einheiten. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt zu dem Spiel hier ein Ende. Ja. Schick noch ein paar Nukes auf ihn. Ich habe ja keine mehr, das ist das Problem. Das ist die, naja, man kann die nur nacheinander bauen, also man kann nicht 10 im Lager haben, so wie bei Super Commander. Das ist das Problem. Wir können gerne die eine jetzt hier noch schnell fertig bauen mit den ganzen Einheiten, sollte das recht schnell gehen. Dann decken wir hier seinen Commander auf vom lieben Basti, da ist er nämlich. Basti macht doch gar nichts mehr. Nee. Doch, er baut hier noch einen Metallspot aus. Der Satellit ist ja krass. Der Satellit ist echt cool. Kann ich da drauf nicht schießen? Der steht doch... Naja, okay, auf dem Rand. Aber der Satellit gefällt mir, den mag ich. Das ist unser kleiner, normaler, der irgendwie so ein bisschen nicht so toll ist. Naja, kostet auch ein Viertel so viel, also ja, ist schon okay. Na, wo ist der Mond? Da bauen sich die Texturen auf. Aber da siehst du, wie das Spiel funktioniert, dass immer da, wo du gerade bist, dass da die Texturen halt entsprechend nachbauen. Ja, das brauchst du auch bei so einem großen Spiel. Ja, also wenn du dann später... Also wenn du 40 Planeten hast, kannst du nicht alle darstellen. Das wird einfach der Hammer. So ein System voll mit Planeten, das Spiel dauert Wochen. Es dauert schlicht... Also, wenn man das dann als persistentes Spiel machen könnte, das wäre geil. Wenn du das wie so ein Online-Rollenspiel dann praktisch machen würdest, dass du einfach die ganze Zeit so ein Spiel auf einem Server von irgendwie der Firma laufen lässt und einfach immer wieder neue Leute reinkommen und du sozusagen nicht dadurch behindert wirst, dass das Spiel ja schon läuft, sondern du kannst einfach rein joinen, Plätze, wo Leute keinen Bock mehr haben nach 8 Stunden Spielen oder so, rausgehen, kannst du da entsprechend besetzen. Na, das ist ja auch, denke ich, so ein, was sie auch schon vorgestellt haben, dass man zu zweit eine Fraktion steuert. Ja, na, das gibt's ja schon. Genau, das meine ich, das ist ja schon drin. Und so wird es ja auf jeden Fall gehen. Dass dann halt, gibt ja auch genug Planeten. Ja. Dann hat halt nicht jeder einen Commander, aber den brauchst du ja auch nicht wirklich. Ja, genau. Und dann ist das ja kein Problem. Also dann kannst du einfach einsteigen bei einer Fraktion, da mitmischen, mithelfen, aufzubauen. Dann müssen sie es bloß begrenzen, dass es nicht irgendwie 20 zu 5 Leuten ist oder so. Ja, na, da muss irgendwie ein Matchmaking da sein. Genau. Klar. Aber das wäre echt cool, wenn du irgendwie in 4 Fraktionen mit dir 10 Spielern oder so bist. Ja. Ja, also überhaupt mehr Fraktionen als 2, also als 2. Es gibt ja aktuell schon mehr, also man kann so mit 4 Teams spielen, A2 Leuten, also mit 8 Leuten. Ich glaube, jetzt mit der Beta haben sie 10 eingeführt, also ich glaube, du kannst jetzt 5x2 oder eben 10 alle gegen alle. Müsste man eigentlich auch irgendwann mal ausprobieren. Wir haben ja genug Leute in der Community, hier können wir auch mal ein 8er-Spiel machen oder so. Mal gucken, wie da die Performance ist. Bei 0. Wahrscheinlich gar nicht mal so groß. So, Basti. Warn ihn mal vor. Gerade noch rechtzeitig. Ich finde, das hat gut funktioniert. Annihilated steht da oben bei Basti 391. Vielen Dank, Basti, dass du uns 3 Folgen lang unterstützt hast. Du bist es vielleicht gar nicht vorgekommen wie 3 Folgen. Ja, dir ist es vielleicht vorgekommen wie ein Spiel. Du bist jetzt eine ganze Woche praktisch in diesem Kanal dabei gewesen und das muss jetzt auch erstmal reichen. Nein, Spaß an der Stelle. Wir haben natürlich noch genug andere Leute, die... War ein bisschen schwach gewesen, muss man sagen. Ja, du hast natürlich jetzt nicht viel gemacht. Ja, also beim nächsten Mal bitte gerne ein bisschen... Nein, du hast exakt das gemacht, was wir gerne gehabt hätten. Jetzt konnten wir mal alles neues Zeug zeigen, ein bisschen ausprobieren und... Ich würde sagen, bei der nächsten Aufnahmesession, da gucken wir mal, ob wir jemand anders finden, weil sich ja auch noch andere Leute gemeldet haben und das wäre ja ungerecht, wenn wir jetzt
immer nur mit einem spielen würden. Also wer dann online ist, den schreiben wir dann bei Steam an zu dem Zeitpunkt. Ich weiß noch nicht, wann wir das nächste Mal aufnehmen oder wann ich das nächste Mal aufnehme. Vielleicht mache ich jetzt auch erstmal nochmal eine Folge zum Systemeditor alleine. Ja. Muss ja auch mal wieder sein. Aber es wird schon so in der nächsten Woche ablaufen. Also irgendwann nächste Woche. Ach so, und nee, also für uns. Ja, für euch früher. Aus Sicht dieser Folge ist es schon wahrscheinlich passiert. Ja. Oder passiert jetzt gerade. Werden wir sehen. Auf jeden Fall freue ich mich auch auf die nächste Folge mit Nick oder ohne Nick. Ohne Nick ist natürlich eigentlich noch schöner, aber nicht für euch ist es natürlich angenehmer, zwei Leuten zuzuhören. Ja, würde sagen, vielen Dank. Ja, schön, dass ich mal wieder dran teilnehmen durfte. Durftest du, ja. Also, musstest ja richtig betteln. Also. Naja, vorher wurde ich immer rausgeschmissen. Nee, ich mag das lieber alleine machen. So war das gar nicht. Lüg doch nicht. Du hast doch das einfach keine Zeit. Das hat sich einfach nicht ergeben gehabt. So, und genau, viel Spaß auch noch mit unseren anderen Projekten. Es gibt, auch wenn einige das gar nicht so wahrnehmen sollten oder wollen, es gibt auch noch andere Spiele auf diesem Kanal. Ja, Rome 2 zum Beispiel, sehr, sehr schön. Schöne Spiele, ja. Auch Strategie, wird euch gefallen. Company of Heroes, tolle Duelle zwischen Norbert und mir. Und da kann er auch nicht nur Artillerie bauen und sich verschanzen wie bei Supreme Commander. Also, macht schon Spaß alles. Guckt doch auch mal bei den anderen Sachen rein, vielleicht findet ihr Gefallen dran. Ja. Ansonsten sehen wir uns genau bei der nächsten PA-Folge wieder. Macht's gut.